Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werewolf, die Apocalypse. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die letzte Folge beendet, kurz vor Start der neuen Mission. Und an die machen wir uns jetzt hier gleich mal ran. Wir müssen wieder hier runter, wir waren ja kurz oben, um noch die letzten paar Sekunden zu vertrödeln. Und jetzt neue Folge, neues Glück. Laut Speicherstand sind wir schon bei 40% Fortschritt. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es ungefähr 12 Spielstunden sein sollen. Aber ich finde, so viel ist noch gar nicht passiert, dass wir jetzt schon 40% haben. Ich hoffe doch mal nicht, dass es so schnell vorbei ist. So, lass uns mal gucken, wo wir hier am besten reinkommen. Hier irgendwie nicht. Vielleicht können wir hier als Wolf rüberspringen. Ich dachte, wir kommen vielleicht irgendwie hier oben drauf. Nö. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nur in Wolfsform. Dann müssen wir anscheinend doch woanders rein. Hier drin stehen auf jeden Fall schon die ersten Wachen. Ah, hier. Nicht gesehen. Auf mit der Tür. Und das sieht mir schon wieder alles ganz schön nach einer Menge Arbeit aus. Da oben ist die Kamera. Das denken die. Oh Gott, nein. Weg. Mist, jetzt habe ich unten den Text gelesen. Und habe gar nicht drauf geachtet, dass wir ja gesehen werden. Komm, dreh dich wieder rum, hier ist nichts. Wie auffällig er aber auch hin und her guckt. Ja, das haben die Guten gedacht, dass ich geflohen bin, bevor ich was anrichten konnte. Aber so war ja der Plan. Und wir haben mehr angerichtet, als ihr glaubt. Wie kann denn der uns... Ach nein, ich dachte, der sieht uns immer noch, aber der ist einfach... immer noch verunsichert. Okay, na das geht. Er hat noch nicht gefunkt. Hier vorne läuft ein Gepanzerter. Die gucken sich das Tor an. Ah, da oben ist noch einer. Langrennen können wir nicht, müssten wir vorher die Kamera kaputt schießen. Weiß ich aber nicht, ob der Typ das da oben sieht. Die Frage, ob der sich auch mal noch bewegt, oder? Ob er da die ganze Zeit bleibt? Nein. Geh weg. Danke. Also ich glaube, um Kamera kaputt schießen kommen wir nicht drum rum. Können wir zumindest ganz schnell darüber rennen. Hat keiner mitgekriegt. So, dann können wir probieren, hier einmal rüber zu huschen. Los, yep. Hat funktioniert. Beiden sind gerade erst dahinter gerannt. Wir könnten jetzt natürlich schneller als Wolf hier hochrennen. Ich glaube auch nicht, dass er uns direkt sehen würde. Wenn ich hochkletter, ist es wahrscheinlich zu auffällig. Ich habe noch nicht so im Blick, was die anderen da hinten alle machen. Gar nicht gedacht, dass die so nah kommen. Ja, bellen ist mir jetzt ein bisschen zu riskant, weil wenn beide hinterkommen, haben wir verloren. Wie gesagt, da hoch wäre schon eher die Idee. Weiß halt nicht, der steht halt ein bisschen blöd da. Wenn ich hier jetzt hochkletter, hat mich natürlich keiner gesehen. Okay. Dann schleunigst hier rein. Die Frage, wo müssen wir denn überhaupt hin? Unser Checkpoint zeigt immer noch auf das Tor. Wir können ja mal die Treppe hochgehen. Bevor ich jetzt hier unnötig weiterkämpfe. Wir haben ja in der letzten Folge gemerkt, oder auch schon in der davor, glaube ich,
dass wir gar nicht immer so alles machen müssen. Wir können uns auch einfach durchschlingeln. Belüftung an. Eingangstür auf. War das jetzt die Eingangstür, wo unser Checkpoint ist? Ich glaube schon, ne? Oder unser Ziel. Checkpoint ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Der von der Ecke ist weg. Der die ganze Zeit dort stand. Das Tor aufmachen müssen wir doch nicht. Weiß leider nicht mehr hundertprozentig, was jetzt genau die Mission hier war, weil es schon wieder ein paar Tage her ist, wo ich die letzte Folge gespielt habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Tochter wieder irgendwo hin muss, wo ich ein ungutes Gefühl hatte. Wir haben ja Eingangstür aufgemacht. Naja, wir können ja nur da runter. Was sollen wir sonst machen, ne? Mal gucken, vielleicht sollen wir ja wirklich wieder raus und das Tor hier vorne aufmachen. Aber geht gar nicht auf. Hä? Wir fahren einfach mit dem Bagger rein. Sagen, wir sind der Vorarbeiter. Na gut. Dann müssen wir anscheinend doch noch was anderes machen. Wir werden es schon rausfinden. Vielleicht können wir den mit Bällen anlocken. Ah, jetzt ist der da oben und guckt wieder. Ach, Mensch. Dann dreht der sich weg. Jetzt dreht er sich weg. Dann laufen wir dem doch mal schnell hinterher. Ah, jetzt liegt er natürlich genau hier. Mist. Das kriegen die bestimmt mit. Machen wir schon mal das Ding hier kaputt. Ich glaube, das wird eine Eskalation, wenn die jetzt gleich hier langlaufen. Wo kam das Auge her? Ist hier noch jemand? Eigentlich nicht. Weiß halt nicht, ob die den jetzt sehen hier. Gut, scheint nicht der Fall. Ich habe hier hinten aber noch was leuchten gesehen. Das ist bloß die Versorgungsstation und da drüben ist da noch was. Ich sage immer Versorgungsstation, das ist völliger Quatsch. Hä? Ah, jetzt haben sie die Leiche gesehen, wusste ich es doch. Ja, was will man da machen, ne? Hey, weg. Und hier rein. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich weiß halt auch nicht genau, was wir jetzt mit der Lüftung angestellt haben. Wir haben sie zwar angeschaltet, aber was das jetzt genau gebracht hat, ist mir noch ein Rätsel. Geh nochmal kurz hier hoch. Ich will das nochmal am Computer anschauen. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen länger dauert. Ach, die Tür. War gar nicht das Tor. Das ist da oben, alles klar. Da habe ich mich vertan. Schade, jetzt hätten wir schon längst dort sein können. Dann haben die aber alle jetzt aufmerksam gemacht. Sind die noch aufmerksam? Ja, ne? Ja. Vielleicht kommen wir ja trotzdem durch. Verlieren das dann, glaube ich, auch nicht mehr, wenn die einmal in dem Zustand sind, dass die gewarnt sind. Bleibt das wahrscheinlich dabei. Aber uns hat keiner gesehen. Wir müssen nur noch bis zu... Oh, scheiße. Was wäre mal der Test, ob wir den auch so ausschalten können? Können wir nämlich nicht. Gut zu wissen. Kommt der jetzt um die Ecke oder nicht? Jetzt kommt er um die Ecke. Na, besten Dank auch. Komm, wir flitzen einfach. Oh, was war das? Jetzt warten wir noch ab, bis der weg ist. Jetzt. Tür auf und weg hier. Oh,
Mach die Tür wieder zu. Hätten wir eigentlich machen können, aber ich glaube nicht, dass die hier reingelaufen kommen. So, noch ein paar Pfeile. Wir sind leider schon voll. Flasche zu trinken nutze ich auch viel zu selten. Und hier geht nicht auf. Stand hier ein Computer? Den übersehen? Ne, irgendwie nicht. Irritiert halt auch, dass dieses Zeichen die ganze Zeit noch da hinten ist. War das gerade der Dicke? Da weiß ich gar nicht, wo ich hin muss, wenn uns... Die Biopsies werden in Nevada für Analysis gebracht. Aber auf den ersten Blick sehen Sie perfekt gesund aus. Glad to hear. Thanks, Doc. Ja, wenn unser Zielzeichen sich gar nicht bewegt. Hoffe nicht, dass das buggt. Das wäre äußerst... Shit. Nein. Ach. Na gut, dann müssen wir halt mal wieder ausflippen, ne? Macht ja auch Laune. Ey, ich bin noch ausgewichen. Das ging ja fix. Gar keine Verstärkung, nichts. Na gut. Müssen wir wieder ein bisschen nach... Ach, gerade der Dicke kommt jetzt hier hinter. Müssen wir wieder ein bisschen nach Pflanzen Ausschau halten. Vergesst das immer so ein bisschen. Haben bestimmt schon... Ah, oh nein, ist keine. Schade. Das wäre zu cool gewesen. Ja, ich bin bestimmt schon an einigen vorbeigelaufen. Yeah. Major Grainer made the request in person. She's not the sort of person you say no to. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen Dicken. Die mag ich nicht. Oh. Dem möchte ich mich jetzt ungern anlegen. Und der bewegt sich halt auch dooferweise nicht. Mal nicht, dass der das jetzt mitkriegt, wenn ich mir den hier schnappe. Nö. Ging? Also hier hinten lang komme ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das Schlauste wäre es wohl, ihn hier mit einem Leinbellen anzulocken. Hört natürlich auch immer nur ein Typ. Ach, na super. Mann, das ist manchmal echt ein bisschen doof mit den... Ja, mit den Sichtsperren oder was auch immer. Man weiß halt nie, sieht er einen jetzt oder nicht. Bam. Hier kommt jetzt Versorgung, ja. Hier kommt jetzt natürlich Nachschub. Aber auch das, alles easy. Also ich glaube, wir hätten schon in einer Folge bis hier sein können, wenn wir überall nur gekämpft hätten, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Hier ist nichts. Ich verspreche, ich gucke jetzt öfter mal. Warum sind wir jetzt wieder draußen? You ready to go? I've been waiting for this. Ava, can you hear me? I met up with Rodko. We're going through the gate of the fracking site. We're ready to launch the attack. Understood. Das ging ja fix. Kahal, Rodko und Adana stehen kurz davor, die Fracking-Anlage anzugreifen, während Ava ihre Aktionen von Kern aus koordiniert. Das Rudel versucht bei der Zerstörung der Anlage gleichzeitig auch noch Informationen zu Antoins mysteriösen Biotreibstoff zu erhalten. Dabei hilft ihnen, dass Adana die höchsten Ebenen des Unternehmens infiltriert hat. Okay. Jetzt wird's bestimmt lustig. Now it's our turn. I'm headed for the refinery. We'll meet up when it's over. Good luck, brother. Och was, ich dachte, wir kämpfen mal im Rudel. Everyone's in position. I'll show them hell. I'm in the lab. Everything seems quiet so far. No one suspects a thing.
then let's get going. Cajal, you've got to connect me to their servers. Adana, as soon as I create a breach, you get copying. And be careful, all of you. Ja, das ging ja relativ fix. Ich dachte eigentlich, dass es da nach links wegging, bevor wir raus sind. Ging's, glaube ich, auch, aber sollten wir anscheinend nicht hin. Jetzt wir noch in Position und dann gibt's hier einen Truppenangriff vom Allerfeinsten. Hoffe ich zumindest. Und direkt zwei Geisterpunkte. Cool. Also zwei Teile, nicht ein ganzer. Das Werwolfspelz ist. Warum leuchtet sein Auge so? Jetzt nicht mehr. You're not far from the central control room. You just gotta cross the courtyard. Zur Kenntnisnahme. Zusätzlich zur üblichen Ausrüstung hat die Abteilung 4 das neueste Modell eines von unseren Spezialisten hergestellten Wehrturms geschickt. Ein Offizier wird im Laufe des Abends jede Einheit besuchen, um das Modell vorzustellen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren direkten Vorgesetzten. Ein Wehrturm. Klingt. Ach, das Ding da oben, oder was? Schießt das von alleine? Hatten wir so ein Teil nicht schon mal? Gleich am Anfang? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Da drüben zwei, hier einer. Na, den können wir locken. Der sieht uns bestimmt. Ja, und der sieht uns trotzdem. Das ist ein Quatsch. Entschuldigung, ah, das regt mich auf. Ich wollte hier Stealth durchkommen. Erstmal den Großen hier weg. Ich glaube, wir brauchen unbedingt Heilung. Hätten, glaube ich, lieber in die andere. Jetzt bin ich aber sauer, mein Freund. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ah, wir haben die Abklingzeit und wir kriegen volle Ladung. Nein. Und jetzt sind wir gleich tot. Ich brauche Heilung, 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 Heilung. Wir haben nicht genügend Zorn. Wir sind gleich tot. Wir brauchen Zorn. Gib mir Zorn. Gib du mir Zorn. Gib du mir Zorn. Schnell heilen, heilen, heilen. Ui, das war aber eine ganz schön knappe Geschichte jetzt. Ich habe es doch ein bisschen zu einfach genommen. Warum kann ich jetzt die Flaschen nicht mehr trinken? Jetzt bräuchte ich's. Wir haben, glaube ich, zu oft die Special Moves gemacht. Das ist auch nicht so geil. Wir müssen ein bisschen ausweichen hier. Ach, shit. Er kriegt aber auch gerade wenig Zorn. Ich glaube, wir sterben gleich. Ach, Mist, ey. Das war so nicht geplant. Weg mit dir. Ach, verdammt. Deswegen wollte ich lieber Stealth durchkommen. Na gut, noch ein Versuch. Was soll's. Ist halt echt ein bisschen doof mit den Kisten. Man hätte es ja zumindest irgendwie anzeigen können, dass wenn man wirklich komplett im Sichtschutz ist, dass man so leicht leuchtet oder dunkler wird, dass man halt merkt, gut, hier bin ich safe oder nicht, aber dass das dann jedes Mal ein Glücksspiel ist. You're not far from the central control room. You just gotta cross the courtyard. Ist irgendwie nicht so geil. Dann gehen wir diesmal anders. Wir latschen hier hinter. Hä? Wie denn? Der macht die Kisten noch so groß, dass man sich auch dahinter verstecken kann. Wo ist denn der andere jetzt hingelatscht? Hier vorne ist er. Erstmal eine dampfen, hä? Oh oh. Wird mir irgendwie ein bisschen unsicher vorkommen. Ja, so eine Rede mit mir hält und direkt neben so einem explosiven Fass. Ja, Endrun.
Können wir denn das da drauf schießen? Es geht leider nicht. Warum nicht? Das wäre doch cool gewesen. Und wir müssen dahinter zu diesem Lüftungsschacht. Wir holen uns hier noch einen Geisterpunkt. Wird bestimmt einer sein. Yep. Rüsten wir später. Aber ach nee, können wir noch gar nicht. Einen brauchen wir noch. Wird jetzt hier einmal wupp. So. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder beim Folgenende angelangt. Leider nicht so weit gekommen diesmal. Tut mir sehr leid, dafür wird es in der nächsten Folge bestimmt schneller vorwärts gehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.